Die Geschichte von Fürstin Masako. Ich habe Feinde bekämpft. Sie wollten beenden, was sie begonnen hatten. In der Nacht, als mein Mann und meine Söhne zum Kampf gegen die Mongolen aufbrachen, kamen Attentäter zu unserem Haus. Meine Schwester nahm die Kinder und floh. Ich blieb bei den Frauen meiner Söhne und kämpfte gegen die Angreifer. Es waren zu viele. Und dann war nur noch ich übrig. So endete es auch für mich im Komoda. Für mich war es nicht vorbei. Aber alle haben irgendwie das gleiche Schicksal. Und das führt uns zusammen. Ich habe sie hier begraben. Mit dem Rest unserer Familie. Ich habe versucht, sie zu retten, aber die Mörder erwischten sie auf der Straße und brachten sie um. Meine Schwester, meine Enkelkinder, sogar die kleine Natsu. Sie war gerade erst geboren. Ich konnte sie nur noch neben ihrer Mutter begraben. Das hätte nie passieren dürfen. Meine Schwester hätte mit ihrem Gemahl im Norden begraben werden sollten. Wenigstens ist sie bei ihrer Familie. Kommt. Wir reiten zum goldenen Tempel. Ja, der Krieg, der zerbricht der musste das einfach alles. Tragen. Ich bin nicht allein. Die Mörder sind am Leben. Sie werden für ihre Taten bezahlen. Jede Sekunde, die diese Mörder frei rumlaufen, macht mir Schande. Sucht die Schuld nicht bei euch. Aber es ist meine Pflicht, sie dafür zu bestrafen. Und das werden wir auch tun. Ihr werdet ohne mich reingehen müssen. Findet den Mönch namens Sogen und erzählt ihm vom Schicksal des Adachi-Clans. Was habt ihr vor, Fürstin Masako? Ich bin eine trauernde Witwe. Wenn ihr mit Sogen gesprochen habt, sucht die Rüstungsschmiedin. Sie repariert etwas für mich. Ich möchte, dass ihr es nehmt. Das werde ich tun. Danke. Ich warte auf der anderen Seite des Tempels. Okay. Vielen Dank. Wie nett sie ist. Suche nach Sogen. Sprich mit der Rüstungsschmiede. Fürst Sakai, es ist mir eine Ehre. Guten Abend, Fürst Sakai. Hey. Welche Ehre, mein Herr. Habt ihr hier das Sagen? Ich betrachte mich mehr als ein Diener, mein Herr. Bitte, nennt mich Junshin. Ich machte diesen Tempel zur Zuflucht für unser Volk. Ich werde es weiter sagen. Wenn Sie die Reise nicht schaffen, gibt es bei Ariake auch Lager. Ich versorge Sie mit so viel Essen, wie ich kann. Gut zu wissen. Ich suche einen eurer Mönchsbrüder. Ein Mann namens Sogen. Ich glaube, er fegt die Tempelterrasse. Hab Dank, Junshin. Setzt euer gutes Werk fort. Genau. Seid ihr Sogen? Das bin ich. Ich bin Sakai. Ein Samurai? Lebend. Ich habe Nachricht von Fürstin Masako. Der Adachi-Clan wurde angegriffen. Sie ist die einzige Überlebende.
Die Mongolen. Verräter aus unseren Reihen. Wie furchtbar. Hat jemand Verdächtiges den Tempel passiert? Bewaffnete Männer? Ich selbst habe nichts gesehen. Allerdings bin ich auch sehr beschäftigt. Bitte sagt Fürstin Masako, sie kann hier gern Zuflucht suchen. Danke für eure Zeit. Natürlich. Ja. Ich muss die Rüstungsschmiedin finden. Von eigenen Männern angegriffen zu werden, ey, ist einfach nur... Ist glaube ich das Schlimmste, was dir passieren kann. Diese Menschen brauchen Hilfe. Ich hoffe nur, Hanaoka erreicht sie rechtzeitig. Wenn nicht... Wer braucht Hilfe? Ein Lager mit Flüchtlingen. Sie sind sehr krank. Ihr Heiler Hanaoka versucht, sie zu erreichen. Die Mongolen haben die Region in die Knie gezwungen. Banditen kontrollieren die Straßen. Der Heiler wird Hilfe brauchen. Das scheint ja das größte Gebiet zu sein, ne? Und dafür ist wohl kleiner. Viel wir halt noch nicht erkundet haben, ne? Na gut. Wie sitzt eure Rüstung, mein Herr? Ich hab nicht mal eine richtige. Sie meinte, ihr repariert etwas, was sie mir geben wollte. Die Rüstung. Eines der schönsten Stücke, an dem ich je arbeitete. Ich hole sie. Eine robuste Rüstung, die einst einem der Söhne von Fürsten Masako gehörte. Sitzt wie angegossen, mein Herr. Die Qualität ist unvergleichlich. Sie wird euch gut dienen. Doch falls ihr Änderungswünsche habt, sagt einfach Bescheid. Ich brauche nur die nötigen Materialien. Danke. Ach, wenn es bei nichts ist. Euer Schutz ist meine Pflicht. Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Danke. Ja, vielen Dank. Ja. Ich bin sicher, ich schaffe das schon. Hallo? Ihr habt die Rüstung. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? Sie sitzt gut. Sie gehörte meinem Ältesten, Shigesato. Es ist mir eine Ehre. Ich sprach mit dem Mönch. Was hat Zogen gesagt? Er bietet euch Zuflucht im Tempel. Damit die Mörder meiner Familie wissen, wo ich bin. Wir müssen weiter. Okay. Wie du willst. Ihr glaubt, Sogen steckt hinter dem Massaker? Er kam kurz vor den Attentätern in mein Haus. Die kleine Ratte war ihr Späher. Das ist kein Beweis für seine Schuld. Nein, aber Grund, ihn zu verdächtigen. Sogen kam zu Beginn des Herbstes aus Kamiagata. Als wir von den Invasionsplänen der Mongolen erfuhren. Der Plan zur Vernichtung meines Clans erforderte Präzision, Planung. Und einen Krieg, um den Verrat zu tarnen. Mensch. Das ist Sogan. Er hat es eilig. Folgen wir dem Wolf zu seinem Bau. Bitte, wir sind so hungrig. Ihr leidet nicht auf Spiel.
Hier können wir hinunter. Wie, ich verliere mein Ziel? Ich mach doch genau was, was sie macht. Achso, oh Gott, beeil, geh doch mal, ja, hier mal ein bisschen Hackengas, ne? Das Bambus will ich gerne haben. Ich sollte dem Mönch bloß Angst einjagen. Ich wusste, er verliert seine Ruhe. Macht einen Fehler. Jetzt führt er uns zu seinen Freunden. Bleibt in der Nähe. Man darf uns nicht sehen. Deckung. Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Er geht weiter. Gehen wir. Oh Gott, was du was ja genau meinst. Im Körper gerade ist jetzt ein Squid. Bei allen Assassin's Creed gab es solche Missionen auch immer und das war. Boah, nee, das war nicht immer ganz so meins. Was? So. Mit? Aber er wird nur ein kleiner Fisch sein. Weil er damit was zu tun hat. Ich glaube auch nicht, dass er mit den ganz Großen. Ich glaube, es wird, glaube ich, noch was Größeres werden, als nur halt jetzt dahin zu laufen. Versteckt euch. Oh, weiß nicht, wo ich bin, Kumpel. Du hast keine Ahnung. Vielleicht ist dir jemand gefolgt? Nein, und dann schneiden wir allen die Kehlen durch. Sehr gut. Warte, lass nur reingehen. Wir haben Zeit. Masako lebt. Sie hat einen Samurai bei sich. Der hat sicher die Männer beim Haus getötet. Ihr Narren, jetzt wissen Sie, dass ich beteiligt bin. Ihr müsst sie finden. Mäßigt eure Stimme. Ich gehe rein. Kommt erst wieder, wenn sie tot sind. Diese Männer töteten meine Familie. Verschont den Mönch. Der Rest kann sterben. Ja, gut. So, die sind Banditen. Okay, Arthur, wo kommt's? Hey. Was? Hä? Jetzt. Oh, vorher, nimm mit. Da. Aber wir helfen?
Ja, gleich. Oh, was tust du denn da? Warte mal ganz kurz. Du hast dann Fass. Sehr schön. Nice. Noch zweimal Leinen, okay. Es gibt kein Entkommen, Sorgen. Ihr habt den Adachi-Clan ausgelöscht. Ich war nur ein Bote. Für wen? Wissen setzt dem Leid kein Ende. Ihr wisst nichts darüber, was Leid ist. Masako. Ich begrub meine Familie. Einen nach dem anderen. Ich brauchte Tage. Doch euch überlasse ich, den Wölfen. Wir brauchen ihn lebend, bis wir wissen, wem er dient. Unsere Welt hat sich gewandelt. Und Visionäre müssen sich erheben. Wer im Weg steht, wird beseitigt. Sie waren Kinder! Masako! Er hätte niemals geredet. Wir brauchen Informationen. Irgendwas muss uns doch weiterhelfen. Sucht draußen. Ich kümmere mich um das hier. Kommt hinterher zu mir. Boah, Alter. Na gut, ich kann es verstehen, ne? Zwei Verbesserungen, okay. Ja gut. In der Rüstung können wir ja gleich mal bis upgraden. Ich suche das Gasthaus. Kein Essen mehr da. Sie waren lange hier. Ja, ich hoffe mal nur, dass wir irgendwie was finden. Der Lohn für den Mord an Kindern. Mehr waren ihre Leben nicht wert. Namen. Und ein Symbol. Sogen, Sadao, Mai, Kachiwara und Umura. Masako kennt sie vielleicht. Habt ihr etwas gefunden? Eine Liste mit Namen und ein Clan-Symbol. Dasselbe Symbol tragen diese Männer. Ich habe es noch nie gesehen. Ein anderer Clan, der die Macht übernehmen will. Wir müssen ihn aufhalten. Das werde ich. Das schafft ihr nicht allein. Wenn mein Onkel davon erfährt, wird er nicht ruhen, bis die Verräter für ihre Tat büßen. Helft mir, dann vernichten wir jeden, der euch verletzt hat. Gemeinsam. Wenn ihr Hilfe braucht bei der Rettung eures Onkels, werde ich da sein. Danke, Fürstin Masako. Bis es soweit ist, habe ich zu tun.